So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Silber in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir Rocco besiegt, sind nach Alabastia, bis nach Alabastia vorgedrungen und noch ein paar mehr Sachen. Aber nun werden wir uns erstmal unseren Encounter für Alabastia fangen. Ich glaube, das dürfte nur der Wasserabschnitt hier oben sein, das darunter schon dann die andere Route. Von daher schauen wir mal, was wir hier bekommen. Ob es was Spannendes ist oder eher weniger. Ja. Nee. Nicht mein Encounter. Tut mir leid. Das ist, wird nichts. Nee. Dann fliegen wir jetzt zurück nach Mamoria City. Denn ich habe ja versprochen, jetzt geht's zum Mondberg. Genau. Das machen wir auch mal. Ist zwar optional, aber wir können es ja trotzdem mal mitnehmen. Und eventuell machen wir heute im heutigen Part sogar das zweite legendäre Pokémon. Mal schauen, wie wir uns anstellen, wie ich Bock habe und wie es vorangeht. Aber erstmal geht's ein bisschen trainieren auf dieser Route. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß das auch nicht, was du tun sollst. Vermutlich nichts. Ja, Johannes. Mit deinem Morlord wirst du nicht viel gegen mich ausrichten können, denke ich mal. Also gegen Witherspoon vielleicht schon, aber ich habe auch noch ein Cleveland im Pedo. Ein Pflanzen-Pokémon, auf welches du vierfach anfällig bist, wäre eine gute Antwort auf dich, aber nee. Vom Level her lohnt sich das nicht. Das kann Cleveland schön weiter, das kann Witherspoon schön weitermachen. Ja, steigere ruhig deine Spezialverteidigung. Ich greife eh nur physisch an. Von daher ist mir das relativ egal, was du da machst. Ja, paralysiert. Wunderbar, trotzdem trifft es mich. Und noch ein Kratzer hinterher. Ich denke, das reicht dann. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Und tschüss, Johannes. Ich wusste es. Ich nicht. Was wusstest du? Ich denke, du weißt nicht, was du machen sollst. Woher weißt du es dann plötzlich doch? Ganz, ganz merkwürdiger Junge, dieser Mann. Dieser Johannes. Naja, an der Nase eines Mannes, so auch sein, an der Nase seines Mannes erkennt man seinen Johannes, oder wie es heißt, ne? Naja, Johannes. Ich weiß ganz genau, was mit dir vorgeht. Ich bin schnell wieder Wind. Das glaube ich eher weniger. Aber red ihr das nur ein. Teenager Edmund. Stäuber. Rosanna macht so ein merkwürdiges Geräusch in dieser Gen. Aber das soll mir recht sein. Ich hätte vielleicht ein bisschen aufpassen sollen, aber gut, Rosanna sollte mir nicht allzu viel antun können, auch mit einer Psychoattacke nicht. Obwohl Eisheap könnte wehtun, wollte ich gerade sagen. Das war ziemlich dumm. Naja, dann rennen wir wieder nur mit 5 Pokémon herum. Mal schauen, was ich dann im nächsten Part mit reinnehme, nicht wahr? Ja. Dumm ist es gelaufen. Aber was soll's. Ich war eh nicht besonders stolz auf Nidoqueen. Ja, ich habe jetzt auch gar nicht dran gedacht. Es ist irgendwie ziemlich effektiv auf mich mit Eis und Psycho. Habe ich jetzt nicht so kommen sehen und nicht so dran gedacht. Aber naja, so ist es halt. Ich schaue dann im nächsten Part, was wir reinnehmen. Ist ein bisschen doof gelaufen. Haben wir ein Elektro-Pokémon irgendwo auf der Bank? Das wäre ganz gut zu wissen. Hm. Im Fortgeweht. Ich werde jetzt erstmal Nidoqueen schnell ablegen gehen. Weil bringt ja nichts sonst. Warum sollte ich es noch drin haben? Ich will keine Leiche in meinem Team haben. Es tut mir leid, Nidoqueen, aber Nidoqueen wäre eh nicht so sinnvoll gewesen, weil, ich weiß nicht, es hätte keine Attacken wirklich gekonnt. Und halt, so war es jetzt auch nicht besonders stark, also von daher bin ich jetzt nicht besonders traurig drum, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, ab auf die Ripbox mit dir. 10 Pokémon auf der Ripbox. Naja, gut.
So, das Spiel wurde gespeichert und Pokémon ablegen. Witherspoon, warst nur kurz im Team, war trotzdem nett mit dir. Hast mich bisher ganz Kanto mit begleitet. Aber naja, so ist es nun mal. So, wechseln wir mal wieder die Box, dass wir auch weiter Pokémon fangen können. Elektro-Pokémon wäre halt echt nicht schlecht, muss ich sagen. Ich würde auch mit einem Pikachu vornehmen, so ist nicht, also das dann zu Raichu zu machen. Ich glaube, ein Elektro-Pokémon wäre ganz gut für uns. Was wäre noch alternativ? Drache geht natürlich immer. Ja, Elektro ist am nächsten, was ich bräuchte, ne? Psycho wäre auch eine Möglichkeit. Ja, schauen wir mal. Oder Eis. Eis wäre auch cool. Bei Eis gibt es nicht so viele Pokémon. Und nun Rosanna werde ich nicht reinnehmen. Aber das Wetter ist so schön wie immer. So schön wie immer bei uns nicht. Aber wenn es in der Pokémon-Welt schön ist, ist ja immerhin etwas. Lieber Feuerspuckerbill mit Lamus im Gepäck. Naja, gut. Ja, aber das werden wir jetzt hier nicht lang rausziehen. Da werden wir gleich Cleveland an die Spitze packen. Ist mir sonst zu doof. Der wird jetzt schon keine großen Psycho-Attacken haben, würde ich sagen. Aber Konfusion tut nicht so sehr weh. Solange der jetzt keine Psychokinese auspackt, sollte da alles in Ordnung sein. Ich bezweifle, dass das kann. Weil jetzt eine Konfusion wehtun kann. Okay. Umdenken. Wir haben eine ziemliche Psychoschwäche, kann es sein. Oder ein Unlicht-Pokémon wäre auch nicht schlecht. Ein krasses Unlicht. Am besten Sneeble. Sneeble wäre eigentlich gar nicht so schlecht für mein Team. Sneeble kann sich zwar hier noch nicht entwickeln, aber an sich ist es ja trotzdem nicht schlecht. Von daher wäre ich für ein Sneeble eigentlich momentan. Naja. Schauen wir mal, was wir am Mondberg bekommen. So, hast du jetzt Psycho-Pokémon? Das wäre eigentlich ganz gut für mich, weil da könnte man relativ durchgehen, sonst müsste ich Cleveland mal heilen. Wäre jetzt auch nicht das wahnsinnig Schlimme, aber... Ja, gut. Das gleiche in Rosa. Wie eben schon bei Lamus, bloß glaube ich mit schwächerer Verteidigung oder stärkerer Verteidigung. Ich glaube schwächere. Ich glaube, einer hat eine stärkere Verteidigung und einer eine stärkere Spezialverteidigung oder so. Irgendwie so ähnlich war das. Ach, bei Hypno, ich dachte, sieht immer aus, als ob der Sonne hier so einen Fruity Loop in seinem Ring hat. Bei Hypno, in seinem Pendel. So ein Fruity Loop, einfach mit so einem Fruity Loop pendeln. Die Sonne scheint, dennoch bin ich nass. Nass geschwitzt oder was? Eventuell sollten wir mal heilen, weil ich jetzt auch nicht weiß, was uns noch so erwarten wird. Von daher ist schon besser, wenn wir uns da mal irgendwie ein bisschen zumindest hochheilen. Zumindest Cleveland. Top-Trank kann ja nicht schaden. Kann es eigentlich nie. So. Ich weiß nämlich, also ich weiß, was uns erwartet. Auf jeden Fall der eine... Haben wir hier jetzt schon einen Encounter? Wir haben auf Route 3 noch keinen Encounter, ne? Hier unten ist aber Gras. Da schauen wir mal, was unser Encounter für die Route 3 ist. Farbige. Nee. Nee, nicht wirklich. Leider nicht das Wahre. Farbige brauche ich nun wirklich nicht. Leider kein gutes Pokémon. Ah, vielleicht der Mondberg. Mondberg gibt noch Hoffnung. Schauen wir mal, was wir da drin erhalten. Mondbergplatz. Geh einfach die Treppe hoch. Alles klar. Ach, du bist ein Trainer, okay. Komm schnell her und schau. Wohin denn? Ich weiß nicht mal wohin. Naja, egal. Feuerspuckertoni. Magnetilo. Da könnten wir eigentlich mal Glurak nach vorne setzen. Eigentlich wäre bei Magnetilo hatten wir auch schon. Also wir hatten ja schon Magneton in Blau, Pokémon Blau.
Von daher würde ich jetzt nicht auf Magneton setzen. Weil das eigentlich eine gute Typ-Kombi hier ist mit Stahl-Elektro. Ist ja sonst noch krasse Stahl-Pokémon? Stahlus halt, aber ja. Weil ich auch nichts gegen Bodenstahl hätte, ne? Oder Gesteinstahl. Wäre an sich auch nicht so verkehrt, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich bekomme ich eh nur Trash. Ich weiß auch gar nicht, was wir auf der Box haben. Das ist halt das Problem gerade. Ob wir da irgendwas krasses drauf haben. Ich kann mich nur noch an Hunduster erinnern, was okay ist, aber wir haben Feuer-Pokémon schon. Das macht Spaß. Und sonst, naja, vielleicht fangen wir jetzt auch einfach im Mondberg gleich was krasses. Es ist schon lange her, Flo. Seit ich gegen dich verlor, mache ich mir Gedanken, was meinen Pokémon noch fehlt. Nun, wir haben eine Antwort gefunden. Flo, wir beweisen es dir. Alles klar, Silber. Alles klar. 6 Pokémon. Ich bin nicht ganz so gut aufgestellt, aber das macht nichts. Frage ist, hat er Gift oder hat er Gift oder Wasser-Pokémon? Ich kann mit beiden eigentlich ganz gut umgehen. So ist nicht. Wobei mit Gift eventuell ein bisschen schwieriger wird, gerade wenn er Slimog oder sowas haben sollte. Okay, ist ein Wasser-Pokémon. Cleveland? Ja, oder? Was soll mir Tillery schon können? Der wird jetzt keine Eisstrahl hier einsetzen, oder? Aurora-Strahl, okay. Ja, aber sollte jetzt mir nicht so wehtun, oder? Hm. Tat schon weh. Aber ist noch im Rahmen. Ah, gut. Ein bisschen Angst hatte ich schon, aber gut. Alles noch in Ruhe, alles noch geregelt hier. Lamus. Setzt er wieder Konfusion ein, war es das? Von daher tauschen wir zu Carter. Am besten kann er Psychokinese. Okay, kann er nicht, Gott sei Dank. Psychokinese hätte ich Angst vor. Ja, aber Konfusion tut auch weh. Aber was ist meine Chance? Hypnose? Hypnose und dann Spukbälle, oder? Ist richtig, glaube ich. Das ist das einzig Richtige. Denn die Konfusion hat jetzt schon wehgetan. Darf jetzt nur nicht sofort aufwachen. Naja. Alles gut, okay. Nochmal gerettet. Der Kampf ist jetzt schon ein bisschen spannender, weil, ja, der hat keine schlechten Pokémon. Die können alle ein bisschen mir was anhaben, rein theoretisch. Naja. Was kommt jetzt? Lapras, okay. Der könnte Eisattacken haben. Ah, tauschen wir mal zu Roosevelt. Kann Roosevelt was anrichten? Abgesang. Beide Pokémon sind nach 3 Runden K.O. Okay, eigentlich nicht so schlimm. Würde ich jetzt behaupten. Solange der jetzt nicht irgendwie so Wegsperre oder sowas einsetzen kann. Muss er nur auswechseln. Also, nächste Runde werde ich auswechseln. Darf ich nur nicht vergessen. Ja. Ist mir eigentlich recht, wenn er sich mit Abgesang selber ausschaltet. So ist er nicht. Ja, ich bin verwirrt, aber das ist okay. So, und dann tauschen wir jetzt mal ganz dringend. Ja, auch zur Linken von mir aus, weil ich denke mal nicht, dass der was Großes anstellen kann. Ah, okay. Okay, okay, okay. Schlau, mitgedacht. Der hat auf jeden Fall mitgedacht, tatsächlich. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er diese Strats fährt. Fliegen? Eigentlich schon, ne? Ja, Biss sollte aber nicht wehtun, wenn er trifft.
Schutzschild ist eklig. Boah. Ist mir ganz schön irgendwie nervig. Und meine Psychokinese. Wie viel macht die? Ja, schon ordentlich. Oh, ja, okay. Volltreffer, nimm ihn raus. Ist okay, ich habe nichts gesagt. Ja, und Lapras dann halt noch, ne? Da kann jetzt meinetwegen nochmal Abgesang einsetzen, weil... Ja. Oder wir besiegen ihn einfach so gleich. War jetzt nicht, doch nicht so schwer. Also der hat mir schon Mitleidenschaft gezogen, aber es ging. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, weil am Anfang sah es bedeutend bedrohlicher aus. Ja, Abgesang, meine Güte. Ist halt so. Ich kann im Notfall mein Pokémon auswechseln. Im Notfall aber nur. Oh, come on. Das mach jetzt nicht diese hier. Okay, Eistrahl. Oh, scheiße. Daran habe ich nicht gedacht. Oh Gott. Da wechseln wir mal ganz schnell zu einem, der noch einigermaßen bei Verstand ist. Roosevelt am besten, weil, ja, dem kann er nicht viel. Dem kann er nicht viel. Ich nehme den... Ja gut, aber selbst wenn... Hä, der hat noch ein Pokémon? Scheiße, sein Starter, stimmt. Ne, da tauschen wir zu Linken. Linken kann dieses Bluebell handeln. Rein theoretisch auch dann das Lapras. Ich wollte jetzt nur nicht in Lapras reinwechseln, weil das wäre ein bisschen dumm. Eventuell hat dann starken Surfer drauf. Blättertan sollte jetzt nicht so wehtun. Das ist bei der Pokémon ganz schön Mitleidenschaft. Hätte ich gar nicht so erwartet, als ich ihn gesehen habe. Ah ja, klar, sein Starter, den habe ich auch noch vergessen. Der Myrapla am Anfang. Und hat das zu einem Drecks Bluebella gemacht. Ich hasse Bluebella, seit es mir mein Lavita genommen hat. Ja, Lapras. Kann der jetzt noch was? Regentanz, ja gut, aber wenn er dafür seine Runde verschwendet, ich darf jetzt nur nicht paralysiert sein. Und dann macht das schon nichts mehr. Wollte gerade sagen, das würde reichen, oder? Ja, Wunderbärchen. Alles kein Problem hier. Silber wurde besiegt. Ich glaubte immer, meine Pokémon so aufgezogen zu haben, dass sie unschlagbar seien. Aber ich habe versagt. Oh boy. Du hast mich fair besiegt. Das muss ich dir lassen. Wir werden uns wiedersehen. Ich werde der beste Pokémon-Trainer aller Zeiten sein. Und sie werden mir dabei helfen. Hör mal, Flo. Eines Tages werde ich es dir beweisen. Dann besiege ich dich. Ich würde ganz gerne aus dem Mondberg raus und meine Pokémon mal heilen, weil die sind doch ganz schön angeschlagen. Dann geht's im nächsten Part. Also wir machen gleich noch den Mondberg, aber... Ich denke, dann wird im nächsten Part erst das legendäre Pokémon angegangen. Oder? Wir schauen mal. Wir schauen mal. Wobei eigentlich ist es nicht so viel, zum legendären Pokémon zu kommen. Wir haben die Buntschwing im letzten Part erhalten. Von dem einen Mann aus Marmoria City. Eigentlich können wir es machen. Ich denke, da kommen wir auf die 30 Minuten ungefähr. Das ist auch gut so. Also das ist in Ordnung, wenn das so ist. Wenn wir auf die 30 Minuten glatt kommen oder halt ein bisschen drüber. Passt schon. Passt dann schon, würde ich behaupten. Aber jetzt geht's erstmal wieder zurück in den Mondberg. Wir brauchen nur noch unseren Encounter. Wir nehmen einfach Ho-Oh als Encounter dann. Nein, Spaß, natürlich nicht. Das wäre ziemlich unfair, sage ich mal, gegenüber allem, was noch kommt. Ich weiß auch nicht, welches Level Ho-Oh ist. Ich hoffe, es ist nicht so hoch. Weil ich werde Ho-Oh natürlich besiegen und nicht fangen. Aber erstmal schauen wir, was unser Encounter für den Mondberg ist. Dicta. Ist eine Glaskanone, ne? Aber besser eine Glaskanone als keine Glaskanone, sage ich da immer.
Oder auch nicht. Schauen wir mal, ob es sich fangen lässt oder nicht. Okay. Und wir nennen es Lee, nach Bruce Lee. Auch wenn es kein Kick Lee ist. Setzt ein Diktator Schaufler auf einem Acker ein, ist die Erde ideal gepflügt, um etwas anzupflanzen. Ja, Lee. Nach Bruce Lee, wie gesagt. Passt schon. So, die Pokémon hier drin sind aber nicht sonderlich stark. Da können wir mal einen Topschutz anwerfen. Ich will jetzt hier nicht gegen jeden einzelnen kämpfen. Ich weiß noch nicht, wie groß der Mondberg ist. Der war jetzt nicht so wahnsinnig riesig, ne? Aber rein theoretisch kann man hier schon wieder raus. Aber wir erkunden ihn ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr erkunden wir den Mondberg noch. Nicht wahr? Muss ja sein. Ah, hier ist diese Mondberglichtung, ne? Mondbergplatz. Schuttablagen verboten. Naja, hier gab es ja diese komische Lichtung, wo manchmal Pipis tanzen. Bei Sonnenuntergang kommt Pipi heraus, um zu spielen. Willkommen, womit kann ich dienen? Was verkaufst du denn? Pokebubble, Wasser, Limonade? Nichts, was ich bräuchte. Danke trotzdem. Für Bälle hätte ich ein Auge offen, aber so nicht. Ja, wie gesagt, hier versammeln sich dann Pipis am Abend. Muss man jetzt nicht unbedingt zeigen, würde ich sagen. Ist zwar ganz nett, aber ja. Und es war auch schon der Mondberg. Kurzes Stück. Mondbergplatz. Geh die Treppe hinauf. Nö. Aber hier sind noch Trainer, okay. Ich spüre, dass ich gewinnen kann. Mal sehen, ob das stimmt. Mal schauen, ich denke eher nicht. Es kommt jetzt noch drauf an, wie viele Trainer hier sind, ob wir die... ob wir noch weitermachen mit dem legendären Pokémon. Würde ich mal behaupten. Danach gehen wir jetzt. Sonst machen wir es im nächsten Part gleich am Anfang. Ist vielleicht auch besser. Also, mal schauen. Mal schauen. Ich meine, wir hatten schon einen spannenden Kampf in diesem Part. So ist ja nicht. Ich sag nicht so, dass dieser Part langweilig war. Ah, du bist zu stark. Danke, ich weiß. Hier oben ist nichts. Hier unten ist, glaube ich, nur ein Trainer. Da ist noch eine Trainerin. Ja, wir nehmen natürlich alle Trainer mit hier, die wir sehen. Es gibt Neuigkeiten über den Vorfall im Kraftwerk. Das haben wir schon alles geregelt, mein Freund. Ich habe das alles geklärt. Vogelfänger Jim mit Voltilam am Stissel. Level 12? Was ist denn hier los? Warum ist der... Also das ist ja wirklich lächerlich. Da haben wir jetzt aber schon bedeutend stärkere Trainer. Das ist ja wirklich lächerlich. Ja, und das Landon ist Level 34, hä? Naja, egal. Das ist Landon wäre jetzt auch, deswegen habe ich das ein bisschen leichtsinnig angegriffen, aber... Das sollte mich jetzt nicht aus der Bahn werfen. Funkensprung erst recht nicht. Machen wir mal eine Step-Psychokinese drauf und wechselt das Landhorn sein, denke ich. Ja, schaust du mal. Sieht doch gut aus. Wunderbar, Level 50 für Jackson. Und Kung-Fu-Strahl. Wir haben Fliegen, wir haben... Psychokinese, wir haben Teleport kann weg. Wozu brauchen wir Teleport auf ihn? Dann lieber verwirren können. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Vogelfänger Jim wurde besiegt. Ich habe verloren. Das ist auch eine Neuigkeit. Oh boy. Wer ist noch? Oh, wir haben Dicta im Team. Aber Dicta zählt jetzt noch nicht als Team-Pokémon. Ne? Also falls da irgendwie durch Wirbelwind oder sowas reingerufen werden sollte, zählt nicht. Zählt natürlich nicht. So, ich. Ja, du. Was ist mit dir? Ich weiß auch nicht, ob ich Dick da ins Team mitnehmen werde. Ich bezweifle es, weil. Ist halt nicht wahnsinnig stark, ne? Aber wir schauen mal. Es ist an sich ein gutes Boden-Pokémon, bloß halt.
Es ist halt übelst schnell und hat einen guten Angriff. Aber es nützt mir erst, wenn ich es irgendwie reinwechseln müsste. Und dann halt eine einigermaßen starke Attacke auf ihn draufkommt. Da bringt mir das dann auch nichts. Von daher müssen wir mal schauen, wie wir es handeln. Was? Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Eventuell wird es auch Dick 3, was wir ins Team nehmen. Wir gucken mal. Astrid wurde auf jeden Fall besiegt. Wunderbar. Können wir hier nicht sogar noch ein Pokémon fangen? Das ist Route 4, oder? Ja. Route 4 können wir auf jeden Fall noch ein Pokémon fangen. Werden wir auch tun. Vielleicht ist es ja noch was Besseres als Dicktree oder Dickda. Vielleicht ist es ja jetzt was richtig Krasses. Wie gesagt, so ein Dratini oder sowas würde ich sehr begrüßen tatsächlich. Bin aber auch zufrieden, wenn es nicht so sein sollte. Ah, ich habe Schutz noch aktiviert, ne? Ja, Schutz ist noch an. Und da war er auch weg. Ja, wunderbar, dann können wir jetzt unser Encounter fangen für Route 4. Wir schauen mal, was es denn gibt. Scheinbar gar nichts. Naja, gut. Was ist es denn? Ein Weberak. Haben wir aber schon. Ist Dupes. Wusste ich selber nicht mehr. Haben wir aber. Okay, dann dürfen wir noch einmal suchen. Wenn jetzt natürlich dreimal hintereinander Weberaks auftauchen, dann gebe ich es auf. Zweites Mal Weberak. Ich hätte schon ganz gerne ein cooles Pokémon noch. Ja, ich glaube, hier tauchen nur Weberaks auf. Vergiss es. Vergiss es. Schade eigentlich. Naja, gut. Dann würde ich aber sagen, da wir jetzt schon bei 27 Minuten sind und ich Ho-Oh nicht so quetschen will, beenden wir an dieser Stelle den Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich gucke im nächsten Part, also für den nächsten Part nach, was ich mit ins Team nehme. Und bis dahin sage ich erstmal, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn so ist, gebt ein Däumchen nach oben, schreibt einen Kommentar und lasst ein Abo da. Bis dahin, Tschüssikowski, euer Flastivi. Bye, bye.